Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka, weiter geht's mit Dyson Sphere Program. Und wir haben einiges zu tun. Ich habe mit eurer Hilfe, aber auch mit Hilfe anderer YouTuber herausgefunden, wie ich dieses Forschungsding zum Laufen bringe. Ihr habt es mir auch geschrieben, vielen Dank. Normalerweise gucke ich überhaupt nicht bei anderen Leuten, weil ich es immer selbst rausfinden möchte eigentlich. Aber in diesem Fall, und weil ich noch nicht so viel von diesen Spielen gespielt habe, macht es, glaube ich, Sinn. Also, man kann das Ganze hier umschalten. Also, entweder baut diese Matrix, diese elektromagnetischen Matrixe. Oder, ich kann es ja einmal machen. Oder man stellt es um und dann produziert es Forschung. Das heißt, wir müssen einfach noch mehr davon machen. Also, weitere davon bauen. Nein, so rum. Du sollst erstmal weitermachen und wir machen hier hinten einfach eine weitere Station dran. Ich würde fast diesen Energiebalken da mal wegstellen, weil ich habe noch was anderes rausgefunden, was ich auch noch nicht wusste. So, den müssen wir jetzt noch einmal wegschmeißen. Wir können den gleich da wieder hinstellen, aber irgendwo daneben sollte es Energieprobleme geben. Und wir bauen uns mal noch eine Matrix und wir müssen das gar nicht alles so kompliziert machen. Also, ich habe hier Sachen sehr kompliziert zusammengebaut und ich gestehe sogar, dass ich diese Folge schon einmal aufgenommen habe und da so viel Kram gebaut habe, der überhaupt nicht funktioniert hat, dass ich dann irgendwann leicht deprimiert aufgegeben habe und gesagt habe, okay, ich glaube, die Folge musst du nochmal machen. Also, ob das hier jetzt so klappt, weiß ich auch noch nicht, aber man kann... Man braucht gar nicht diese ganzen Bänder zu jeder Zeit, sondern diese Teile, von denen wir uns gleich mal noch vier neue machen, gehen zum einen gehen sie auch über einen längeren Weg. Also ich erkläre es euch ja mal kurz. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich diese beiden, ich habe mehrere von diesen Forschungsdingern gebaut und dachte, wie kriege ich denn jetzt das Zeug darüber? Und habe dann erst erforscht und Vierteiler und keine Ahnung was und dann hier durch und dann, es war ein Chaos, unmöglich. Aber diese Dinger kann man auch über so eine andere Linie hinwegziehen. Das wusste ich nicht. Und schauen wir mal, ob wir das hier rüberkriegen. Wir können es auch direkt so machen. Und zack, holt der sich das hier direkt rüber. Wir brauchen gar kein Fließband. Ist das nicht schön, wenn man es erstmal weiß? So, und davon bauen wir uns gleich noch mehr, weil diese Research-Geschichten sind cool, aber sie brauchen eine Weile. Deswegen bauen wir zumindest nochmal zwei neue. Und was auch cool ist, was ich auch noch nicht wusste vorher, ist, dass man diese Dinger, da muss ich aber auch nochmal gucken, wie das funktioniert, obwohl das könnten wir eigentlich hier direkt mal ausprobieren. Also, sie brauchen immer noch ein bisschen mehr Energie, das kriegen sie gerne, oder zumindest kriegen sie erstmal einen Tesla-Tower, oder wisst ihr was, wir machen nochmal so ein Teil daneben. Und es gibt Gebäude, die man stacken kann. Und das Forschungsgebäude gehört dazu. Das mache ich sofort, sobald ich denen noch eine Windturbine geschenkt habe hier. Lieber... So, jetzt ist auch... Es ist voll hier. Jetzt ist auch der Elektromotor fertig. Da müssen wir gleich drum uns kümmern. Ja, bauen wir es dahin. Das reicht nicht, wahr? Dann kriegt ihr auch noch so ein Ding hier. So ein Verteiler. So, und man kann jetzt tatsächlich dieses Teil da einfach oben drauf setzen. Jetzt ist natürlich eine gute Frage, ob das dann einfach doppelt so schnell arbeitet. Aber wir machen das einfach mal. Und dann schauen wir mal, ob das nicht doppelt so viel arbeitet. Dafür müssen wir uns erstmal nochmal eine neue Forschung raussuchen. Ich würde jetzt ganz gerne, Moment, Plasmakontrolle weiß ich noch gar nicht, was wir damit anfangen, das als allererstes mal machen. Das sind nochmal so Verteiler und schnellere Sortiermaschinen. Und dann würde ich gerne die Thermalkraft. Wobei ich da auch noch nicht genau weiß, womit man die antreibt, aber irgendwie mit, ich glaube, mit Kohle. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und dann können wir hier weitermachen. Jetzt, wo das alles automatisch läuft, wie man jetzt hier sehen kann, 92 und so weiter. Aber es läuft nicht so wahnsinnig schnell. Und dann gehen wir hier einfach den Q mal runter und machen das erstmal so fertig. So, wieso habt ihr nicht genug Energie? Das ist echt, das verstehe ich nicht.
Wir haben hier mehrere so eine Teile stehen. Und trotzdem reicht es offensichtlich nicht aus. 42% nur. Naja, es kann sein, dass wir da die Thermalenergie brauchen, dass die hier einfach nicht so einen Output haben. 300 Kilowatt bringen die raus und das Ding braucht, es kriegt nur 230 ab. Also ich baue euch gerne noch so ein Ding hier hin, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Nee, das bringt nichts. Naja, aber sie arbeiten. Wo ich mir jetzt nicht sicher bin, ob sie jetzt wirklich doppelt so schnell arbeiten, weil sie übereinander stehen. Es sieht irgendwie nicht danach aus. Aber zumindest arbeiten sie. Ansonsten müssen wir da oben den nochmal, wir könnten auch oben nochmal einen abnehmen und den daneben bauen. Oder es braucht hier Shift-Copy. Na, die sind dabei. Also beide arbeiten irgendwie. Oder kann man hier oben nochmal was verbinden? Aber das glaube ich jetzt nicht. Must allow cargo pass. Ja, nee, da oben geht's nicht. Okay, also gehen wir mal davon aus, dass es hier doppelt so schnell geht und freuen uns darüber. Und wir können ja schon mal rübergehen. Also das macht natürlich so ein bisschen, wenn man jetzt drüber nachdenkt, ist das nicht schön hier. Also wirklich, ich finde das wirklich sehr, sehr, sehr schick. Also wir haben jetzt alles deutlich zu kompliziert gebaut, weil man auch diese ganzen, also wir müssen auch Kraftwerke bauen und irgendwie mehr Strom. Weil man hätte das alles durchaus deutlich kompakter bauen können und deutlich weniger konfus durcheinander, als ich das jetzt da gemacht habe. Aber gut, ich habe euch gesagt, ich kenne die Spiele noch nicht, aber ich muss sagen, es ist schon ziemlich cool. Es macht schon ziemlich Spaß. Wir bauen jetzt hier einfach so eine Reihe weiter. Und die müssten sich ja eigentlich alle ans Netz anschließen. Passt hier noch eine rein? Nein. Dann machen wir da noch einen hin. Das wird jetzt hier unsere Energieabteilung. Und jetzt sagt auch keiner mehr Art Probleme. Scheinbar. Ich hoffe, dass das hier trotzdem funktioniert. So, und dann würde ich sagen, wir bauen schon mal Kohle ab. Das dauert nämlich noch eine Weile mit dem Research. Vielleicht bauen wir da doch noch eine daneben. Also, dass wir da noch Einzelteile hinbauen. Ich glaube, es geht schneller. Ich habe das Gefühl, es ist nicht schneller als vorher. Das mache ich nochmal zuerst, weil... Warte mal, dann nehmen wir die da oben nochmal ab. Weil die kriegt man ja wieder. Und dann baue ich die hier rein. So, dann müssen wir vielleicht nichts abbauen. Und dann bauen wir dahinter das gleiche nochmal. Dann machen wir da das gleiche Ding. Bin mir jetzt nicht sicher. Genau, und jetzt ist nämlich die Sache die, dass ihr hättet es sehen sollen. Ich hätte es eigentlich, ich habe es glaube ich noch. Vielleicht kann ich es einblenden, wie es aussah. Es war sehr lustig. Es war sehr lustig und sehr chaotisch. Und so einfach geht es. Ich habe hier Sachen aufgebaut. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. So, und hier machen wir wieder die Cubes. Und dann geht das hier rüber. Und dann soll der da schön forschen. Genau. Und ich denke, die arbeiten dann gemeinsam, richtig? Eins, zwei, naja, vielleicht war es auch zu zweit, aber dann können wir es ja jetzt noch stacken. Obwohl, nee, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen schneller. Okay, dann begeben wir uns schon mal zur Kohle und hier hinten gibt es auch Öl. Und holen das da weg. So, jetzt haben wir das Logistiksystem, dann könnten wir sogar schneller transportieren. Und diesen Vierer, den zeige ich euch gleich nochmal. Jetzt laufe ich doch nochmal zurück. Dann baue ich da nämlich die schnelleren Dinger ein. Obwohl, ich glaube, die brauchen ja eine Weile zum Produzieren. Okay, dann bauen wir hier eine Mining-Maschine und vielleicht auch nochmal Wasser, wobei ich noch gar nicht weiß, wozu Wasser überhaupt verwendet wird. So, ich sehe schon, der Mac braucht gleich wieder Energie. Viel hat er nicht mehr, aber dann holt ihr nochmal das Holz hier rein. So, und dann können wir uns hier die Kohle abholen. 483.000. Das ist schon mal gut. So, und dann probieren wir, jetzt gucke ich mal, was erforschen wir gerade? Das Thermalkraftwerk, oder? Ja, wunderbar. Dann können wir das gleich ausprobieren. Das hatte ich in der letzten Folge, also in der viel aufgenommenen Folge auch schon mal gemacht. Und das dann irgendwo da hinten hingebaut, weil ich dachte,
Es wäre ein Thermalkraftwerk, wo die Wärme der... Boah, guckt mal. Haben wir noch gar nicht gesehen, den zweiten Planeten. Ja, jetzt muss ich das kurz durchschauen, aber da steht es eben nicht. Obwohl doch, consumes combustible... Combustibles to generate electricity. Also Holz oder Kohle, würde ich dann mal sagen. Das ist ja auch geil, das habe ich echt noch nicht gesehen. Also schon schick. So, dann sind wir genau richtig. Hier mit dem Ding. Wir brauchen einmal ein Kraftwerk. Das sollte jetzt hier sein. Das kriegen wir noch hin. Dann brauchen wir, das wird aus Stein gemacht, interessanterweise. Stein, Eisenplatten. Naja, ist alles ein bisschen dabei. Haben wir noch mehr Strom? Wir brauchen davon nochmal ruhig 5. Und dann können wir, jetzt haben wir 2 Geothermalkraftwerke, das war gar nicht so geplant. Können wir das ja vielleicht zusammen hier an unsere, an unser Stromnetz anschließen. Und es würde wahrscheinlich mit dem Öl da hinten auch gehen, da haben wir nur noch nichts, womit wir das machen können. Such power facilities need to consume chemical energy fuels. If you wanted to generate continuous and stable power, you need to ensure a sufficient fuel supply at all times. Chemical energy fuels ist natürlich jetzt doch wieder was anderes als das, was ich dachte. Steht das hier, was es genau ist? Storage tank ist was anderes. Chemical energy fuels. Da stand doch combustible. Aber vielleicht ist das dann mit dem Plasma oder sowas. Hier gibt es einen Ölextraktor und Ölraffinerie. Ja, okay, dann brauchen wir das dafür wahrscheinlich. Oder hier Basic Chemical Engineering, ein Chemical Plant. Das macht Plastik und Sulfuric Acid. Naja, auf jeden Fall muss das mal in den Queue. Und das vielleicht dann auch mal als nächstes in den Queue. Ach, es gibt so viel Zeug, ey. Es gibt so viel Zeug. Stahl, brauchen wir das überhaupt schon? Vielleicht können wir erstmal damit anfangen. Wenn wir jetzt damit, ich probiere mal das mit der Kohle. Vielleicht macht es jetzt gar keinen Sinn mit der Kohle. Aber irgendwo muss die Kohle ja gut für sein. Wir gucken mal, was hier reingeht. Obwohl, ja, wahrscheinlich müssen wir das refinen. Ich glaube, das macht keinen Sinn jetzt, das, da Kohle einzuladen. Das ist, glaube ich, kein so, nicht so ein Kraftwerk. Aber hier steht Combustible. Moment, vielleicht können wir es ja noch sehen, hier drin. Generation, Consumption, Discharge, Charge. Aber was er genau braucht? Need Fuel. Also wir können ja mal hier einfach rübergehen. Und uns die Kohle da mal rausnehmen. Mal gucken, was hier passiert, wenn wir da Kohle reinschmeißen. Ah, es funktioniert. 80% Conversion Rate. Okay. Na gut. Dann können wir das doch machen. Müssen wir nochmal gucken, wo hier... Wo sind denn hier die Eingänge? Bei dem Ding. Mach mal weg. Ich sehe den Eingang nicht. Hier hinten wahrscheinlich, oder? Können ja mal gucken, wo wir es anschließen können. Ob wir was anschließen können. Ne, da nicht. Naja, bringen wir es erstmal da. Wir müssen da oben zum Öl auch. Dann gehen wir hier erstmal so um. Und dann gucken wir mal, wo wir hier sowas anbringen können. Ah, doch. Passt genau da rein. Alles richtig. Hier ist... Okay. Na dann... Ah, Moment, jetzt habe ich es falsch rumgebaut, ne? Da muss man auch nochmal drauf achten, dass das Fließband in die richtige Richtung fährt. Kann ich das im Nachhinein ändern? Ich glaube nicht. Oder kann ich das so sagen vielleicht? Andere Richtung? Nein, kann ich nicht. Schade. Dann kommt das wieder weg. Da soll es ja raus. Dann soll es dahin, aber andersrum. Es dauert ja nicht so lange, wenn man was falsch gebaut hat. So, jetzt aber. Mach fertig. Ich
Ich will einmal sehen, dass es funktioniert und dass da nicht mehr No Fuel steht. Jawohl. Okay, alles klar. Dann geht's jetzt hier weiter. Wir können ja schon mal schauen, was wir als nächstes machen können. Steel Smelter macht uns Stahl. Ich weiß nur noch nicht, wofür ich den dann brauche, den Stahl. Müssen wir nochmal gucken. Smelting Purification bringt uns energetisches Graphit. Aus Kohle macht es das. Kohle und Öl. Silikon können wir dann abbauen und Silikonplatten herstellen. Die Energy Matrix, was ist das? Ah, das ist nochmal eine andere Wissenschaftsmatrix. Es ist so ein bisschen, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen aufgeschmissen noch. You have mastered the steel smelting technique and now you can further smelt the iron ingots to produce steel with better mechanical properties. Okay, ich würde gerne nochmal auf die Upgrades gucken und zwar, dass wir vielleicht Whole Planetary System, dass wir vielleicht ein bisschen besser in der Gegend rumfliegen können und so. Ah, hier, warte mal. Das ist mir fast sogar ein bisschen, können wir das mal vorschieben? Das müssen wir dann, glaube ich, manuell machen. Aber dass wir unseren eigenen, hier, ja genau, ich will auch fliegen und so. Dafür brauchen wir Elektronikmotoren. Das ist doch mal eine Aufgabe. Da weiß ich doch wieder, was ich zu tun habe. So, Elektronikmotoren. Moment, da muss ich in den Replicator gucken. Das sind Components und die brauchen Platten, Dings und Elektro-Coils, Magnetspulen. Also, die Dinger von hier. Wo sind die Platten? Sind da hinten momentan. Platten, Coils und Magnetspulen. Und die Magnetspulen machen wir momentan hier. Wo machen wir die denn nochmal? Hier. Die laufen aber auch in dieses Ding rein, ne? Ja. Also eigentlich haben wir schon einiges hier hinten drin. Also wenn der sich immer das Richtige hier rausholen würde, das können wir ihm ja sagen. Dass der sich die da rausholt, die Coils, na, wir könnten das direkt hier hinstellen, ob das jetzt wieder klug ist, ist eine andere Frage, aber dass er sich hier Coils rausholt, da diese Dinger, und dann ist aber noch die Frage, wo wir die Platten nochmal herkriegen. Ein 2, na da können wir es auch hinstellen. Es müsste funktionieren. Also ich teste hier alles ein bisschen aus, ja. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass so, eine Assembling-Maschine müsste das eigentlich sein, die das machen könnte. Oder? Ich gucke mal ganz kurz. Ganz kurz mal abwarten. Genau, die kann das machen. Dann bauen wir so eine Maschine mal hier rein. Und wir erforschen in der Zwischenzeit tolle andere Sachen, wie zum Beispiel dieses Silikonzeug. Ah, das müssen wir wahrscheinlich selbst machen. Ah, nee, macht ja auch. Okay. So, ich bin gespannt, ob das klappt. Wir brauchen das, das und das von da hinten. Ich lasse mal ein bisschen Platz. Jetzt können wir nämlich... Also, du sollst Energiespulen machen. Dafür sollst du dir... Und ich würde wirklich gerne manchmal kurzfristig eine Pausefunktion haben. Ich nehme mal die alten, weil der soll jetzt nicht alles hier wegschnappen. Kann ich das jetzt eigentlich direkt filtern? Ah, mit Tab kann ich das machen. Okay. Also, du brauchst diese Dinger. Die sollst du wieder rausholen. Und du sollst hier... Nee, Moment. Das... Na? Lack of Item. Ach so, jetzt haben wir wieder nicht. Ne, dann nehmen wir da auch noch. Nee, komm, wir brauchen da nicht so viele. Ich mache nochmal 4 von den kleinen. So. Und jetzt holt der... Halt, nein. Er hat eh keinen Strom gerade. Das ist gut, denn ich wollte dir einen Filter geben. Also, du sollst...
die Dinger jetzt daraus sammeln. Und du kriegst auch gerne Strom. Ja. So, und dann müssen wir jetzt hier oben, glaube ich, weil so eine Ecke kann man ja nicht einfach so machen, aber wir haben ja mittlerweile unseren Splitter erforscht. Und ob ich den schon ganz verstanden habe, auch das ist eine Frage, die ihr mir jetzt mit beantworten müsst. Also, wir hauen jetzt das einmal weg. Stellen wir da so einen Splitter rein. Müssen wir das erstmal wieder verbinden. It can split the passing cargo or balance the cargo on multiple conveyor belts. The splitting speed depends on the conveyor belt speed. Use the tab key to switch between different styles and click it to set priorities and filters. Okay, click it ist immer so eine Sache. Also eigentlich müsste das jetzt so funktionieren, dass wir das sowohl hier als auch dahin bringen. Und hier kommt dann noch so ein Ding hin, sobald es denn fertig ist. So, also Tab Key ist so eine Sache. Da passiert erstmal gar nichts. Aber ich denke, das sollte jetzt eigentlich automatisch schon... Ah ja, okay, das funktioniert erstmal komplett automatisch, dass er das in zwei Richtungen durchschickt. Wunderbar. Dann läuft ja alles. So, dann solltest du das ja hier auch ohne Probleme kriegen. Und dann solltest du anfangen können zu arbeiten und das tust du auch. Hervorragend. So, jetzt ist die Frage, ob wir das auch noch einlagern, aber warum nicht? Ist natürlich jetzt wieder direkt ums Eck. Da brauchen wir nochmal, machen wir gleich drei Lager. Da brauchen wir natürlich nochmal so ein Ding, aber und dann steht es hier wieder mitten in der Gegend rum. Aber so ist es jetzt angelegt bei mir. Das ist meine Lernrunde und insofern sieht das dann so aus. Ah, wir brauchen noch ein paar Platten. Das können wir mal direkt machen, wegen dem Privat. Wegen dem manuellen Research-Ding da. Okay. So, das steht. Das steht. Hier bitte so ein Ding hin. Und da packen wir die. Ja. Ja, ist das klug? Keine Ahnung. Wir könnten es auch ein bisschen weiter rausbauen. Aber so haben wir zumindest schon mal ein Lager. Research is complete für maximal Core Energy und ich glaube, wir haben jetzt gerade kein Research mehr. Das ist auch gar nicht so schlecht, denn ich möchte gerne bei den Upgrades ein bisschen weiter gucken. Denn ich glaube, wir haben durchaus... Das ist erstmal Geschwindigkeit, das ist nicht schlecht. Dann brauchen wir Stahl und Circuit Boards. Okay, das machen wir jetzt alles. Stahl müssen wir auch noch herstellen. Die 60, das müssen wir auch wieder manuell machen. Mal gucken, wie viel wir schon haben. 18, okay, dann gucken wir doch erstmal, was wir an Stahl jetzt brauchen. Also um Stahl herzustellen, brauchen wir, glaube ich, nur die Platten. Das kommt ja auch alles rein. Mann, das wird ja aber eng. Na gut, aber Platten haben wir hier. Die kommen hier gerade durch. Die werden hier zu Conveyor Belts gemacht. Da haben wir auch noch Platten. Die kommen jetzt auf beiden Seiten durch. Vielleicht müssen wir noch eine Plattenproduktion dazu packen. Wäre aber ja kein Problem, können wir ja hier daneben machen. Also schauen wir erstmal, dass wir... das wird wahrscheinlich... Ist das ein Smelter? Smelting Facility, jawohl. Dann machen wir das doch. Und dann machen wir das doch auch mal. Achso, haben wir nicht. Ich weiß. Mach euch zwei. Geht nicht, weil wir haben keine Steine mehr. Ach. Also, irgendwann freut man sich dann auch, wenn der ein bisschen schneller ist tatsächlich. Ist es nicht da drin? Steine. Was haben wir denn hier gemacht? Das Lager ist voll, wa? Deswegen. Lager ist absolut voll. Da können wir mal ein zweites hinbauen. Wenn wir schon mal hier sind. So, und das erklärt natürlich auch, dass wir hier natürlich auch das deutlich besser hätten teilen können. Sowohl hier als auch auf der anderen Seite. So, jetzt haben wir aber Steine wieder. Jetzt bauen wir einen Smelter. Oder zwei. Der kommt jetzt erstmal hier direkt irgendwo hin. Könnte eigentlich direkt da dran, aber wir brauchen vielleicht noch einen davon. Deswegen lassen wir den mal wieder hier das Zeug abholen. Ja, Moment. Wir brauchen auch noch wieder ein Lager. Aber gut, das können wir direkt dahinter bauen. Wir machen das jetzt hier sehr voll. Ich gebe zu, es wird sehr voll hier.
So, während das gebaut wird, können wir hier schon mal das... Haben wir auch nicht mehr. Auch nochmal 4, bitte. Können wir hier so Dinger abholen. Und ich hoffe, das wird dann nicht schwierig mit der Menge. Aber im schlimmsten Falle bauen wir einen weiteren. So, und dann packen wir das auch direkt hier rein. Ach man, es wäre alles so... Ups. Es wäre alles so einfach gewesen. Das ist zu nah dran. Ah, okay. Dann müssen wir es woanders hinstellen. Da ist es dann auch zu nah dran, aber da ist es jetzt gerade wurscht, glaube ich. Das ist jetzt fast zu weit weg, aber das geht auch noch. Alles klar. So, Manual Research. Jetzt könnten wir das ja vielleicht mal starten, wenn hier jetzt schon genug drin sind. Haben wir. Gut, 50, 14, das reicht für den Research. Dann schauen wir auf den nächsten Research. Der kommt, das wäre dann Inventory Capacity. Ich möchte nämlich langsam mal fliegen hier. Drone Engine. Nee, das ist der, das sind die Drohnen. Mecha Flight, das möchte ich eigentlich. 150 Kohle und 60 Kreuz, das können wir ja, das machen wir direkt hinterher. Vielleicht schaffen wir es bis zum Ende der Folge, noch einmal in der Gegend rumzufliegen. Also, weil die Coils, die packen wir gerade hier hinten rein, ne? Ich weiß nicht, ob wir genug da eingelagert haben. Doch, haben wir. Dann nehmen wir gleich mal 200 raus. Und Kohle bauen wir ja auch schon ab. Das ist doch hervorragend. Dann bauen wir erstmal, machen wir erstmal uns schneller, unsere Füße schneller und dann fliegen wir eine Runde. So, 50. Das geht hier fix. Energie ist da. Sag mir nochmal, wie viel ich brauche. 150. Das kriegen wir hin. Ja, ich glaube, man muss hier jetzt mal eine Runde mehr machen. Ich glaube, dann weiß ich auch. Dann weiß man auch besser, wohin es geht, glaube ich. So, das braucht noch eine Weile. Und er braucht Energie natürlich auch. 50, 100 und gleich 150. Und wir schmeißen dir schon mal irgendwas wieder hier rein zum Verbrennen. Aber du kannst ja auch Kohle verbrennen eigentlich, ne? Du kannst bestimmt auch Kohle verbrennen. Also du sollst jetzt gar nicht 100 Kohle verbrennen, aber vielleicht die 50 vielleicht nochmal. Schauen wir mal, ob er damit auch arbeiten kann. Ja, kann er. Sehr gut. Dann holen wir uns die nächsten 50 da auch noch weg. Hier liegt ja nun wirklich genug rum. Das ist gleich durch. 3, 2, 1 und go. Und jetzt haben wir auch 150 Kohle und 200 Coils. Das sollte reichen. Damit geht das hier auch ab. Okay. You obtain faster move speed. Jawohl. Wir sind gut auf den, gut zu Fuß unterwegs hier. Sehr schick. Ist das eigentlich eine Knarre, die wir da haben? Sieht ein bisschen so aus, oder? Das ist eindeutig eine Knarre. Ach, wir genießen noch kurz die Ruhe. Wir bereiten uns seelisch darauf vor, dass wir gleich anfangen zu fliegen. Okay, gleich ist vielleicht übertrieben. Aber es dauert nicht mehr allzu lang. Das ist schon sehr schick. Und ich glaube, alle Ruckelprobleme, die ich am Anfang hatte, sind erledigt. Es ist auch wieder 2K. Das ist so eine kleine Geschichte. Ich warte die ganze Zeit auf die neuen GTX 3080. Die kommen einfach nicht. Und ich will nicht das Dreifache bezahlen dafür. Und schon gar nicht von irgendwelchen komischen Leuten, die sie gekauft haben, um sie dann zum dreifachen Preis zu verkaufen. So. Aber es läuft erstmal. Also ich bin erstmal ganz stolz, auch wenn es ein totales Chaos ist. Also man hätte sicherlich viel schöner so eine Reihe mit 20 von den Zahnraddingern machen können und so weiter und so fort. Und hier bei der Forschung ist auch ganz schön lahmarschig. Na, aber gut, die haben auch gerade nichts zu tun. Können wir denn... Ach so, wir können ja vielleicht die grünen, die blauen Cubes hier auch nochmal einlagern zwischendrin. Geht das dir dazwischen? Warte mal, können wir dich nochmal da wegschmeißen? Und dich daneben, ich baue dich gleich wieder auf. Warte kurz. Schaffen wir das? Na, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Man müsste es dann einmal... doch einmal zwischenlagern, weil ich glaube, dass wir nicht so weit kommen. Aber so müsste es schon reichen.
Und wenn wir da jetzt das drauflegen und das hier abholen, dann können wir das auch noch einlagern. Alles, was überschüssig ist, das sollten wir dann von da hinten auch tun. Können wir das jetzt ganz simpel, das wäre ja auch geil, wenn wir das einfach von hier noch hier rüber ziehen können. Ich glaube, das geht. Jawohl. Genau, dann können wir auch mehr produzieren, auch wenn wir gerade manuell researchen. Okay, allzu lange dauert es nicht mehr. Es ist Nacht. Ich bin gespannt. Also momentan geht das nur. Ich weiß auch nicht, wie es geht, das Fliegen. Aber irgendwie wird es gehen. Ihr habt es bestimmt alle schon gesehen, aber trotzdem. Ich bin noch nicht selbst geflogen. Insofern, da ist es. Drive Engine Level 1. You can now fly and increase the move speed of 150% in the flying mode. Double press the space key to lift off. Okay. Das lese ich mir später mal durch. Ja, sag's mir. Space key to lift off. And then use the arrow keys to control mecha movement. The moving speed will increase by 150% with more energy consumed under flight mode. Pressing the Alt key can return the mecha to the ground during the flight. Okay. Dann mit dem Mond zusammen. Seid ihr bereit? Auf geht's. Ja. Geil. Ach, das ist geil. Oh, es ist gleich schon vorbei. Gut, erste Runde. Und jetzt Alt-Key, um wieder zu landen. Ja, Blobs. Okay, das ging fix. Und wir haben unsere Energie fast aufgebraucht. Aber das war es eindeutig wert. Es war nur ein erster Versuch. Jetzt werden wir unsere Energie noch aufrüsten, damit wir hier ordentlich lang und ewig durch die Gegend fliegen können. Ich hole mir schon mal ein bisschen Kohle hier wieder. Für unseren Mac. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles klar. Ein schöner, ein kleiner erster Flug. Bis dahin, macht's gut.